Hurra, hurra, EA Sports FC 25 ist da. Und ist das aber endlich die erhoffte Weiterentwicklung der patentierten EA Sports FC-Formel? Dank FC IQ überarbeiteter Karriere und Rush-Modus stehen die Zeichen gut für einen Richtungswechsel. Aber wie einschneidend sind die Veränderungen wirklich? Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GamesCH und dem Videotest zu EA Sports FC 25. So, und jetzt kommt die Ecke. In jedem Jahr die gleichen Fragen. Was hat sich geändert und rechtfertigen die Erneuerungen den Preis von 70 Franken oder eher nicht? Zugegeben, im Vorjahr war die wichtigste Veränderung zweifellos der Namenswechsel. Aus FIFA wurde EA Sports FC, spielerisch tat sich vergleichsweise wenig. In EA Sports FC 25 sieht die Sache anders aus. Die Macher versprechen mit FC IQ mehr Taktik und Tiefgang, drastisch aufpolierte Karriereoptionen und mit Rush einen neuen Spielmodus. Entpuppt sich EA Sports FC 25 etwa als nächster großer Sprung in der Seriengeschichte? Dem gehen wir jetzt auf die Spur. Howdy everyone and welcome, I'm Fernando Palomon. Thanks for joining us here at the FC Rush Stadium. Die offensichtlichste Neuerung hört auf den Namen Rush. Dieser Spielmodus ersetzt Volta und bietet knackige Fußball-Action 5 gegen 5 auf einem verkleinerten Spielfeld und mit einem festen Zeitlimit von 7 Minuten. Das Regelwerk wurde ebenfalls angepasst. Statt des klassischen Anstoßes gibt es etwa den Ansturm auf den Ball, fast wie im Völkerball oder Dodgeball. Und statt roter Karten setzt es eine blaue Karte und damit eine einminütige Zeitstrafe. Um es kurz zu machen, Rush fügt sich ausgezeichnet in die EA Sports FC ein. Im Gegensatz zu Volta dominieren hier nicht Tricks, sondern Übersicht und schnelles Passspiel. Durch die angepassten Abseitsregeln kommt es zu knackigen Schlagabtauschen. Selbst einen hohen Rückstand kann man hier binnen kurzer Zeit wieder aufholen. Die Matches sind oftmals enorm spannend und knapp. Einziger Haken: im Spontanspiel mit Fremden online hängt der Spielspaß stark von den Teamkollegen ab. Im Test funktionierte das mal gut, mal aber auch ziemlich schlecht. Denn wenn die eigenen Kameraden nicht abspielen, dann kommt schnell Frust auf. EA Sports muss hier noch mehr Anreize zum Teamwork schaffen. Und wo wir uns doch gerade auf dem virtuellen Spielfeld austoben, gehen wir doch gleich zum Gameplay und damit auch zu FC IQ über. FC IQ erweitert EA Sports FC um neue Taktikoptionen in den Einstellungsmenüs und vergibt obendrein Rollen an eure Kicker. Diese bestimmen deren Verhalten auf dem Platz. Starten wir erst einmal mit den neuen Aufstellungsoptionen. Diese gestalten sich weitaus vielschichtiger und erlauben das Anpassen an die eigenen Wünsche stärker. Die besagten Spielerrollen wirken sich deutlich auf den Matchfluss und vor allem auf die Laufwege eurer KI-Mitstreiter aus. Ein Mittelstürmer mit der Rolle Anspielstation beispielsweise bietet sich häufig vor dem Strafraum an und verteilt dort die Bälle auf die Außen. Der Stoßstürmer ist das direkte Gegenstück und sucht den Abschluss und den direkten Weg zum Tor. Wie gut ein Spieler in den verfügbaren Rollen ist, zeigt ein kleines Pluszeichen an. Diese Vertrautheit zur Position spiegelt sich auch in der Leistung wider. Die FC IQ sorgt somit auch dafür, dass sich Spieler stärker voneinander unterscheiden. Allerdings gibt es auch noch kleinere Balancing-Probleme. Gerade schwächere Teams geraten schneller unter die Räder und gelegentlich hat man den Eindruck, als würden die KI-Kicker durch ihre Rollen eingeschränkt werden. Wir hatten einige Szenen im Test, in denen Spieler an unsichtbaren Wänden entlang liefen oder sich schlicht nicht im Raum verteilten oder freiliefen. Das sorgt dann ebenfalls für ein bisschen Ärger. Ansonsten aber präsentiert sich EA Sports FC 25 auf dem Spielfeld als vorsichtig weiterentwickelter Nachfolger. Das Spiel nach vorne ist in sich abwechslungsreicher und bietet mehr Möglichkeiten. Dribblings wurden dezent entschärft, wodurch Sprinter wie Haaland oder Mbappé zwar weiterhin sehr dominant sind, aber auch ausgekontert werden können. Für unseren Geschmack waren das richtige Passspiel und vor allem Steilvorlagen in den Raum effektiver als noch zuvor. Insgesamt ist das Passspiel ausgereifter und erfordert mehr Fingerspitzengefühl. Schüsse fühlen sich ein wenig schwerer an als zuvor. Sehr schön auch, dass die Computergegner sehr häufig Schüsse aus der Distanz wagen und somit vor allem in den höheren Schwierigkeitsstufen deutlich fordernder sind. Die Verteidiger profitieren wiederum von FC IQ und deren Vorteilen in den Spielerrollen. Gerade körperlich starke Defensivkräfte wie Rüdiger oder Van Dijk verschaffen sich leichter Zugang zum Leder.
Allerdings ist auch in der Abwehr gutes Timing gefragt. Der Dauerfeuer auf Tackling oder Gerätschentaste eröffnet in erster Linie Freiheiten für die gegnerischen Stürmer, schafft aber nicht gleichzeitig Raumgewinn und Ballgewinn. Und die Torhüter auf der anderen Seite haben im Vergleich zum Vorjahr leichter zugelernt. Tendenziell leiten sie das Leder häufiger zur Seite weg. Grobe Patzer kommen dennoch immer mal wieder vor, genauso wie auch teils merkwürdige Kollisionen zwischen den Spielern, aber das kennen wir ja auch schon aus den Vorjahren. In Sachen Optionsvielfalt fährt EA Sports bekannte Geschütze auf, erweitert aber vor allem die Karrieren spürbar. Dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten kann man hier bereits vor dem Start ordentlich Hand anlegen und etwa die Härte der Transferverhandlungen bestimmen. Zum einen profitiert aber auch die Managerlaufbahn deutlich von den Möglichkeiten von FCIQ. Das Zusammenstellen, Trainieren und Optimieren des eigenen Kaders besitzt nun mehr Tiefe. Darüber hinaus integriert man Rush erstklassig in die Jugendarbeit. So bestreitet ihr regelmäßig 5 gegen 5 Turniere und könnt so die eigenen Talente pushen. Auch gibt es Entwicklungspläne, um Jugendstars bereits frühzeitig an eure Taktik anzupassen. Stimmig fallen auch die angepassten Szenarien in der Spielerkarriere aus. Beispielsweise könnt ihr hier eine Laufbahn als Icon starten und so David Beckham oder Thierry Henry übernehmen. Auch gibt es verschiedene Einstiegsszenarien, die innerhalb eurer Karriere immer wieder in Form von Social Media Postings und kleineren Zwischensequenzen aufgegriffen werden. Das Geschehen wirkt in sich homogener und es gibt schlicht mehr zu tun. Schwäche sind und bleiben allerdings weiterhin die müden Interviews und Verhandlungen. Hier bringt etwa NBA 2K25 wesentlich mehr Authentizität und Feuer ins Spiel. EA Sports will zudem Live-Starting-Points und sogenannte Snapshots für die Karrieren nachreichen. Die Auswahl ist also reichhaltig und so ist EA Sports FC 25 für Karrierespieler allemal einen Blick wert. Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer. Die übrigen Optionen werden ebenfalls sinnvoll ergänzt. So könnt ihr etwa nun auch in Ultimate Team Rush-Matches bestreiten, um so Rush-Punkte zu sammeln. Mit diesen schaltet ihr weitere Boni frei. Natürlich nehmen auch die FCIQ und die Spielerrollen hier eine gewisse Position ein, sodass ihr nicht nur auf die Teamchemie, sondern auch auf die bestmögliche Rollenverteilung Acht geben müsst. Nichtsdestotrotz ist und bleibt Ultimate Team ein Pay-to-Win-Spektakel. Wer hier bereit ist, in Kartenpacks zu investieren, der kommt zweifellos schneller voran. Und damit kommen wir dann auch zum Fazit unseres Tests zu EA Sports FC 25. Zugegeben, auf dem Papier klangen die Veränderungen etwas größer, dennoch bringt EA Sports FC 25 die Serie ein gutes Stück voran. Auf dem Platz fallen vor allem die durch FCIQ geprägten Laufwege auf. Insgesamt geht das Geschehen in vielen Punkten stärker in Richtung echter Fußball und wirkt in sich authentischer und vor allem nachvollziehbarer. Die erweiterten Taktikoptionen stehen EA Sports FC ebenfalls gut zu Gesicht. Auf diesen darf man in den kommenden Jahren gerne weiter aufbauen. Die stimmigste Neuerung ist zweifellos der Rush-Modus. Nicht nur, dass man das 5 gegen 5 Spiel clever in allen Modi untergebracht hat, die flotte Fußball-Action macht sich auch enorm gut und richtig viel Laune. Alles in allem übertrumpft EA Sports FC 25 seine Vorgänger knapp, aber dennoch eindeutig, die Veränderungen tun der Serie spürbar gut. Tor von Jude Bellingham. Und da ist er frei durch, das muss gefährlich werden. Ja, und das war's dann auch schon mit unserem Videotest zu EA Sports FC 25. Hat's dir gefallen? Dann lass gern einen Daumen oder ein Abo da. So bleibst du auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ansonsten empfehlen wir einen weiteren Blick auf unsere Website games.ch. Dort gibt's auch die Prozentwertung zu diesem Artikel und vor allem noch viele weitere News, Berichte, Reports und einiges mehr aus der bunten Welt der Computer- und Videospiele. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und würden uns freuen, dich beim nächsten Mal hier wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, tschüss. Traut sich den Lupfer und er lupft den oben drüber. Wie cool, ein wunderbares Tor.